Viel Glück, Reisende. Das Gitter könnte die letzte Hoffnung für die Gefallenen sein. In der Tat. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr das Zaubergitter? Er kam zu mir und sprach mit mir über meinen Kristall. Als er mir erzählte, dass ihr das Gitter bergt, habe ich all meinen Mut zusammengenommen und bin Quaron bis hierher gefolgt. Habt ihr noch den Kristall mit den Mikrogravuren, den ich euch gegeben hatte? Dieses Gitter stellt eine elegante Erweiterung der Prinzipien des Einsatzes von Kristallen dar. Wenn ich den Kristall in das Gitter einflechte, wird dadurch seine Macht verstärkt. Das wird diese Geister vom Fluch des Malarimora befreien. Wünscht mir Glück. Schaut, es funktioniert. Fast geschafft. Ihr habt es geschafft. Ich spüre es. Unglaublich. Habt ihr das gesehen? Schade, dass das Kristallgitter dabei zerstört wurde. Aber es hat seinen Zweck erfüllt. Ja, könnt ihr es spüren? Noch sind die Geister hier, doch mit der Zeit werden sie begreifen, dass sie nun ins Jenseits eingehen können. Obwohl viele der Geister noch verweilen, werden sie sich langsam zerstreuen. Es wird eine Weile dauern, bis es ihnen bewusst wird. Ihr seid nicht tot. Damit seid ihr meine neue Freundin. Den Sternen sei Dank für diesen alten Mann. Kanye ist verletzt und einige Leute aus meiner Mannschaft wurden verschleppt. Wir müssen sie zurück zum Lager bringen. Jetzt, da ihr hier seid, können wir versuchen, von hier zu verschwinden. Einige der Geister sind aufgetaucht, haben meine Forscher gepackt und sind dann verschwunden. Wir müssen in den Unterbau gelangen. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollten. Vielleicht. Wir waren hier draußen auf der Suche nach Runen. Zusammen ergeben diese Runen einen Schlüssel. Wir brauchen nur noch zwei weitere. Schaut euch um. Ich treffe euch am Eingang zum Unterbau von Ezduin.
Ich habe mit Hunterin auf dem Rückweg ins Lager eine Wette abgeschlossen. Habt ihr die Runen gefunden? Der Merr schuldet mir 5 Goldstücke. Das war gute Arbeit. Einen Augenblick noch und dann setze ich den Schlüssel zusammen. Ich hoffe es. Und wenn nicht... Es bringt im Augenblick nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wird nicht lang dauern. So, erledigt. Los geht's.